Und also grundsätzlich ist eben der Prozess, dass wir Oberflächen betrachten und analysieren können. Und das machen wir da, oben hier ist eine Elektronenquelle. Und mit dieser Elektronenquelle wird die Probe beschossen. Und wenn jetzt die Proben sind hier diese kleinen goldenen Dinger. Warum sind die golden? Weil nämlich sonst die Elektronen, die können von der Probe praktisch nicht weg. Und damit die abgeleitet werden, muss die Probe leitfähig sein bei dieser Technik, im Großen und Ganzen. Man kann es also, gibt es verschiedene Variationen, aber deswegen werden die bedampft und das ist tatsächlich auch echtes Gold, mit der die Probe eben leitfähig gemacht wird. Und dieser Elektronenstrahl, diese ganze Analytik, die passiert eben im Vakuum. So, mal schauen. Ah ja, so, genau. Und jetzt können wir also in die Probenkammer hier reingucken. Ja, und jetzt wird das eben praktisch optimiert für halt die Probennahme. Für Probenaufnahme. Und dann setze ich das hier ein und schraube es fest, aber nicht wahnsinnig fest. Und das ist eben jetzt der Probenhalter und da wird dann von oben eben die Probe mit diesem Elektronenstahl beschossen und wird dann von einem sogenannten Detektor hier wird das dann eingesammelt. Hier aus der Dinosaurierzeit, das machen wir zu, ist eigentlich, jetzt bin ich mit der Vergrößerung, was ist hier eigentlich Sache? Was ist da erhalten? Also es geht uns ja in dem Forschungsprojekt praktisch um die Natur der Fossilien.